Willkommen und hallo Freunde der Gepflichtenunterhaltung zu einer Folge ETS 2 mit der TSM-Map 6.0 auf dem Patch 1.19 und unserem Scania 143M Custom. Mit dabei natürlich auch immer noch das Jessica Trailer Pack. Das wollen wir ja nicht verheimlichen, auch das ist immer noch dabei. So, wir wollen nach... Nachdem wir hier in Uppsala angekommen sind, und in Uppsala gab es gar nicht so wenig Touren, also ich konnte mich in der letzten Folge kaum entscheiden, wo es jetzt hingehen soll. Ja, wir fahren jetzt mal zurück nach Deutschland, wir fahren jetzt mal nach Erfurt mit unserem kleinen Scania. Geht jetzt quasi zurück nach Deutschland, ne? Also, na, kann man das Kennzeichen sehen? Ne? Ne? Hauptniederlassung Hamburg. Naja, steigen wir mal ein. Standlichter mal an. Maschine machen wir auch an. Ja, Bordcomputer sagt 279 Kilometer. Naja. Können wir noch fahren? Ja, das ist nicht so weit. Ich hoffe mal, wir finden dann hier demnächst dann auch noch eine Tankstelle. Das wäre schon toll. So. Dann wollen wir hier jetzt mal so rum, ne? Dem Pförtner möglichst nicht seine kleine Bude da umfahren. Das wäre ja nicht so nett. Der wird sich bestimmt darüber beschweren. So, nach wie vor das Navi immer noch ziemlich hell, muss ich sagen. Ich denke mal, es könnte hier so längs gehen. Kommt einer? Da kommt keiner? Da, nö, da will auch keiner. So, Achtung, wir kommen, ne? Das Navi sagt zwar hier rechts ab, aber ich glaube, wir fahren lieber da vorne durch den Kreisverkehr, da kommen wir auf dieselbe Straße. Genau. Ja, die Route wird neu berechnet. Ein Spruch, den ich so gerne in meinem Navi höre. Ne? Die Route wird neu berechnet. Aber das kommt ja nur daher, dass ich mich meistens nicht so aufs Navi konzentriere, sondern ne, euch hier voll sabbel im Video. Da ist die Konzentration mal schnell dahin. Die Sonne blendet hier so. Das ist ja wie im wirklichen Leben. Ihr könnt hier jetzt ja eine Sonnenbrille aufsetzen. Mann, Mann, Mann. Ja. Danke, liebe neue Grafikkarte. Jetzt werde ich auch im Spiel noch von der Sonne geblendet. Da kam noch einer, oder? Oh, gut, dass ich nicht gefahren bin. Heidewitzka, das hätte ja was gegeben. So. Oh, wo kommen die alle? Wo will der? Wo kommen die? Was macht der? Wo kommen die? Wo wollen die? Jetzt aber ich. Mann, ey. Bis man hier mal so im Kreisverkehr ist. Aber das letzte Stück hier Landstraße oder was das ist, aus der Stadt raus und dann bloß ab auf die Autobahn. Und dann mal da die, Entschuldigung, Sprachfehler. Dann mal die Daumen drücken, dass wir auch möglichst bald mal eine Tankstelle finden. Ne? So, Lenker ist gesetzt. Bisschen. Ui, kommt keiner. Und wenn einer kommt, hat er Pech gehabt. Oh, tja, bergauf, ne? Schwere Ladung. Da will er nicht so. Da sagt er, wenn du willst, dass es schneller geht, dann steig doch aus und schieb. Mai, aber nicht. Soll er arbeiten, der Scania? Immerhin schluckt er dafür ja auch genug. Ja, da kann er auch mal zusehen, dass er den Berg alleine hochkommt. Dann lasse ich nur das Pedal durchgedrückt. Mehr Arbeitshilfe kriegt er dann nicht von mir.
Oh, wahrscheinlich wird er sich gleich rächen, wenn keine Tankstelle kommt, dann bleibt er einfach mit mehr am Tank stehen. Ich sehe das schon so auf uns zukommen. Der Onkel Nubi bleibt an der Autobahn stehen. Der Tank ist leer. So wird's kommen. Okay, schalt wieder runter. Hast ja recht. Ist eine kleine Steigung. Tja, heute mag unser kleiner Scania irgendwie nicht so richtig ziehen. Vielleicht ist der Restsprit im Tank nicht mehr der beste. Wer weiß, wer weiß. Ui! Das war aber auch mal eine nette Bodenwelle. Das hat ganz schön im Lenkrad gezuckelt hier. So, vielleicht hilft es ja, wenn wir jetzt alle mal ein bisschen rufen. Tankstelle, wo bist du? Also ich habe keine Antwort gehört, vielleicht nochmal. Tankstelle, wo bist du? Nein. So, bevor die mir hier in die Karre fahren, ne? Lassen wir sie mal lieber rein, so. So viel Freundlichkeit ist die KI gar nicht gewöhnt, die ist gar nicht gefahren. Oh, nee. Kurzfristig umentschieden. Dachte, ich könnte ihn elegant überholen, denn fiel jetzt der Blick vom Spiegel nochmal aus Navi. Das wäre ja wieder lustig geworden. Wer ist die Runde? Der trickst mich doch aus, ne? Ich hätte doch geradeaus weiterfahren können, oder? Der trickst mich doch aus. Bremsentest. Da kommt schon keiner, ich fahre einfach. Ja, jetzt schickt er mich hier wieder hoch. Das war so klar. Da hat er mich doch schon wieder ausgetrickst. Nun stehe ich hier wieder fast doof am Berg, ne? Darf runterschalten, siebter Gang, sechster Gang. Fünfter? Jetzt komm! Bin ich bloß gerade ausgefahren. Seht ihr? Hätte ich mal nicht aufs Navi gehört. Aber wenn man so konzentriert ist, dass man immer aufs Navi hört, dann, ja, dann passiert sowas. Muss wohl ein kleiner Fehler im Navi-System sein, dass er uns die Abfahrt einmal runterschickt und danach gleich wieder raufschickt. Netter Trick. Das hat uns natürlich alles wieder Diesel gekostet. Wir haben jetzt noch 200 Liter im Tank. nee, gar nicht. 200 Kilometer können wir noch fahren. Wir haben noch knapp 100 Liter im Tank, glaube ich. Ne? Ach du Elend. Was ein Spaß. Ich rufe nochmal Tankstelle. Wo bist du? Keine Antwort. Egal, der Fuß bleibt stumpf auf dem Gaspedal. Da wird jetzt keine Rücksicht drauf genommen. Immerhin haben wir einige Terminfracht hinten drin. Tankstelle, Tankstelle. Ich brauche eine Tankstelle. Ja. Naja, Bordcomputer sind ja so, sie sagen dann meistens ja, dass man weniger weit kommt als in Wirklichkeit. Und da wir unseren Scania 143M Custom so lieb haben, fährt er natürlich dann auch mit uns noch mit Luft und Liebe im Tank. Macht er bestimmt. Hoffentlich.
Ist doch, was ist das da für ein Schild? Bus, geh mal weg. Bus, Bus, geh weg. Was ist das für ein Schild? Oh. Bus, Bus, fahr schneller. Tankstelle, Tankstelle, Tankstelle. Tankstelle? Da ist sie. Ich sehe sie. Geh weg, Bus, geh weg, ich muss tanken. Hau ab. Hau ab. Blink. So. Ja, das war alles berechnet. Das war doch so klar, dass das funktioniert. Ne? War auch logisch, dass wir das schaffen. Als ob wir liegen bleiben würden. Pff, niemals. So. Punktlandung. Jawoll. So. Kreditkarte gezückt und los geht das. Mach voll den Tank. Ja. Toll, ne? 319 Liter passten rein. Das ist nicht so die Welt. Und dafür mussten wir auch nur 510 Euro bezahlen. Das ist natürlich auch nicht die Welt. Rüttel, rüttel, rüttel. Gang rein. So, haben wir mal los. Was? Wie? Wortmeldung? Ja? Anhalten, kurz nochmal auf dem Parkplatz, Pipi-Pause und Erfrischungsgetränke kaufen. Sehr wohl, gut, machen wir das. Dann fahren wir da vorne nur bis zum Parkplatz. Auf Wunsch eines Zuschauers wird dann hier jetzt nochmal kurz angehalten. Ne? Der junge Mann muss nochmal eben kurz aufs Töpfchen. Kein Problem, ich höre ja auf meine Zuschauer und Abonnenten. Bei denen ich mich natürlich auch an dieser Stelle nochmal kurz für das Zuschauen und die Kommentare und auch die Likes, ne? Likes bei YouTube, ihr wisst, das ist der Daumen nach oben, das ist unten rechts unter dem Video, das könnt ihr gerne mal drücken, wenn ihr das hier seht. Ne? Machen wir jetzt erstmal eine etwas kürzere Folge daraus, bis der junge Mann wieder vom Töpfchen zurück ist. Der Rest kann nochmal eben kurz zur Tankstelle gehen. Erfrischungsgetränke, ich schmeiß eine Runde Bier für alle. Los geht's. Zack, da sind's alle weg, ne? Dann kriegt das wieder alles gar keiner mit, wenn ich das hier wie immer zum Schluss eines Videos sage. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, liked es, abonniert es, kommentiert es, teilt es. Ja, das andere sage ich jetzt auch noch, wo diejenigen, die es nicht gemocht haben, die haben eh schon ausgeschaltet. Ihr dürft es auch disliken. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.